Und herzlich willkommen zum Trainingstuesday aus Nordkirchen. Heute geht es bei uns um den dornen Feld und heute zeige ich euch, wie ihr es schafft, einen Rechtstrall und einen Linkstrall zu spielen. Wenn ihr jetzt ausgerichtet seid, habt ihr hier zwei Startfenster, eins auf der rechten Seite und eins auf der linken Seite. Wenn ich ein Draw spielen möchte, startet mein Ball immer rechts. Somit würde ich jetzt meine Ausrichtung meiner Schlagfläche durch das rechte Fenster setzen und jetzt meinen Stand noch etwas mehr nach rechts ausrichten. Somit startet mein Ball aufgrund der Schlagfläche, zu 80% startet der Ball dorthin, wo die Schlagfläche zeigt. Und da ich jetzt noch mehr von innen nach außen schwinge, bekommt der Ball den Linkstrall. Also ich nehme meine Ansprechposition ein, ich richte mich auf das Fenster aus. Jetzt nehme ich meinen Stand noch etwas mehr nach rechts, nehme meinen Griff und schwinge nun mein ganz normales Schwungmuster. Schon startet mein Ball im rechten Fenster und dreht zurück nach links. Wenn ihr nun den anderen Drall spielen möchtet, müsst ihr euch in das linke Fenster ausrichten. Also meine Schlagfläche zeigt nun durch das linke Fenster und nun richte ich meinen Stand noch mehr nach links aus. Jetzt nehme ich meinen Griff und schwinge nun wieder mein ganz normales Schwungmuster. Und schon bekommt der Ball einen Rechtsdrall und startet durch das linke Fenster. Also, wenn ihr versuchen möchtet, Fades und Draws zu schlagen, kümmert euch zuerst um die Startrichtung eures Balles. Und ganz entgegengesetzt zu den meisten Gedanken, die meisten sagen immer, die Schwungbahn steuert die Startrichtung und die Schlagfläche steuert dann die Bahn. Es ist genau andersherum. Ihr richtet euch, wenn ihr ein Draw spielen wollt, erstmal rechts vom Ziel aus und eure Füße noch mehr nach rechts. Und wenn ihr ein Fade spielen wollt, zielt nach links und richtet euch dann noch mehr nach links aus. Wichtig immer, behaltet euren ganz normalen Standardschwung bei und versucht den Draw in Fade über die Ausrichtung eurer Füße zu steuern. Viel Spaß beim Üben. Bis bald, euer Matthias.